Die Liberalen wollen zurück an die Macht und im September die Wähler für ihr Wahlprogramm begeistern. Und bei mir ist jetzt der Parteivize Wolfgang Kubicki. Herr Kubicki, mit welchen Kernpunkten wollen Sie die Wähler im September begeistern? Zunächst einmal, dass wir Ihnen deutlich machen, dass die Pandemie gezeigt hat, im Bereich der Digitalisierung sind wir meilenweit von unseren eigenen Ansprüchen entfernt. Wir müssen hier schnellstmöglich aufholen, weil wir sonst den Anschluss an die Weltspitze verlieren werden. Und das haben die Menschen mittlerweile begriffen. Wenn wir bessere Glasfasernetze hätten, mehr WLAN hätten, dann hätten wir auch bessere Möglichkeiten beim Homeoffice und beim Homeschooling. Es geht darum, dass wir die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit unseres Landes bewahren und verbessern, um aus der Krise gestärkt herauszukommen. Die Menschen haben einen Anspruch darauf, dass sie ein vernünftiges Einkommen haben. Und das heißt eben auch, dass wir die Wirtschaft wieder ermutigen müssen, entlasten müssen, dass wir die Innovationskraft stärken müssen. BioNTech ist nicht in einem Entwicklungsland entwickelt worden, sondern in einem Hochindustrieland. Und deshalb brauchen wir auch eine funktionierende Wirtschaft für die Zukunft. Und der Rechtsstaat muss gewährleistet werden. Die Menschen haben begriffen, dass Freiheit kein Allgemeingut ist, dass es immer wieder erkämpft werden muss und dass auch gerichtliche Entscheidungen herbeigeführt werden können von Menschen, die mit den staatlichen Maßnahmen nicht einverstanden sind. Herr Kubicki, ein Kernpunkt sind ja Steuerentlastungen. Also ein klassisches Feld. Musste das sein, dass das sozusagen für die FDP tatsächlich so im Vordergrund steht? Denn in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage sagen ja andere Parteien, hier müssen ganz klar mehr Geld für Investitionen ran. Ja, das sagen die Freien Demokraten auch. Aber wir brauchen mehr private Investitionen und weniger staatliche Investitionen, von denen wir wissen, dass sie teilweise fehlgelenkt sind. Ich glaube schon, dass die Unternehmen mit ihrem Geld besser umgehen können, als dass der Staat das Geld erstmal abschifft und dann durch Subventionen wieder anders verteilt. Ja, aber wir sagen zunächst, es darf keine weitere Belastung geben. Das ist das Entscheidende. Keine Vermögensteuer, keine Anhebung der Steuern. Im Gegenteil, wir müssen tatsächlich auch für die gerade Geringverdiener, die in dieser Pandemie besonders gelitten haben, Erleichterungen schaffen, sowohl im Sozialversicherungsbereich als auch bei den Steuern. Aber die zentrale Botschaft lautet, keine zusätzliche Belastung. Das ist ein Versprechen, das Christian Lindner abgegeben hat und auf das können sich die Menschen verlassen. Staatliche Belastung, zusätzliche staatliche Strukturänderungen fordern ja auch die Grünen. Ganz aktuell will ja die Kanzlerkandidatin Baerbock Billigflüge teurer machen, eben damit das Klima geschützt wird. Sie wollen auch das Klima schützen. Gehen Sie damit, Billigflüge ganz verbieten oder eben teurer machen? Nein, und zwar Gott bewahre uns davor, dass Annalena Baerbock Kanzlerin wird mit diesen Vorstellungen, denn der Versuch, durch staatliche Interventionen auf die Preisgestaltung Einfluss zu nehmen, muss scheitern. Was wir eher brauchen, sind vernünftige Alternativen. Ich kann mich noch erinnern, dass man von Hamburg nach Berlin fliegen konnte. Als die Bahn aber in der Lage war, in 90 Minuten von Hamburg nach Berlin zu fahren, hat sich das wirtschaftlich einfach erledigt. Was wir brauchen, wie gesagt, ist nicht staatliche Preisfestsetzung, weder bei der Miete, noch bei den Flügen, noch bei den Grundnahrungsmitteln, sondern ist schlicht und ergreifend die bessere Alternative, neue Innovationen. Und dann kommen wir auch mit den Klimaschutzzielen besser voran, als die Grünen das vorhaben. Die Umfragen sehen ja sehr gut aus. Derzeit stehen sie bei 12%. Auch ein bisschen dem Umstand geschuldet, dass die Union sich für Armin Laschet als Kanzlerkandidaten entschieden hat. Viele haben jetzt gesagt, dann mache ich lieber mein Kreuzchen bei der FDP. Haben Sie nicht Sorge, dass dieser Umschwung nicht anhält und dann doch ein Wahlergebnis, was nur einstellig ist, herauskommt? Ja, zunächst einmal standen wir schon so gut, bevor Armin Laschet zum Kanzlerkandidaten gewählt wurde und noch die Gefahr im Raum stand, dass Markus Söder es werden könnte. Aber Scherz beiseite, selbstverständlich sind alle politischen Parteien nur so gut, wie die politischen Konkurrenten es im Zweifel noch zulassen. Ich glaube schon, dass die Menschen im letzten Jahr begriffen haben, dass wir eine eigenständige liberale Kraft in Deutschland brauchen, die pragmatisch und vernünftig versucht, Lösungen zu finden, die Probleme erkennt, aber nicht, um damit Angst zu machen, sondern um sie zu lösen. Und das wird Bestand haben. Es ist kein Flugstand, der sich bei uns organisiert hat, sondern wir werden sehen, wir werden ein Ergebnis erreichen im September, was besser ist als das von 2017. Letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Herr Kubicki, Sie sind ja auch Bundestagsvizepräsident. Sollte die FDP nach der Wahl in eine Regierung eintreten, würden Sie auch ein Ministeramt anstreben? Nein, ich habe das früher schon gesagt, nur wenn man mich wirklich zwingt. Das ist aber nicht mehr nötig. Wir haben ausreichend gute kreative Kräfte. Ich würde gerne Bundestagsvizepräsident bleiben. Ich bin Vorsitzender der Baukommission dort. Und es wird Zeit, dass wir in Berlin auch mal was zu Ende bauen. Da kann ich mich dann schon durchsetzen und nicht nur darauf warten, dass wir darüber reden, dass wir neue Bauten brauchen. Gut, vielen Dank. Soweit Wolfgang Kubicki, der stellvertretende Parteivorsitzende hier vom Bundesparteitag in Berlin, der komplett digital abläuft.